Hallo und herzliche Grüße an allen guten Menschen. Hier ist Chris Sedlmayr mit World Jamiri Radio Nachrichten aus Libyen vom 9. November in deutscher Sprache. Überall in den von Rebellengangs besetzten Gebieten schwelt ein wütender und tödlicher Machtkampf. Die Rattengangs vernichten sich gegenseitig. Tripoli. Am Regetta-Platz fanden schwere Kämpfe zwischen den Zintan-Rebellen und den Banden von Belhadj statt. 23 Kämpfer der Zintan-Brigaden wurden getötet, 53 liegen im Koma. Belhadj, Al-Qaida-Unterstützer, nahmen 13 sogenannte Rebellen der Zintan-Brigaden und 5 der Misrata-Brigaden fest und köpften sie. Alle auf einmal. Zintan. Zwischen Arabask-Banden und Zintan-Gangs brach ein Kampf um das von Bürgern geraubte Eigentum aus. Beide Seiten benutzten dabei schwere Waffen. Tarhun und Wadi Al-Adja. Grüne Widerstandskämpfer griffen die dortigen Gangs sogenannter Rebellen an. Mehrere Dutzend Ratten aus Benghazi und Misrata wurden getötet. Süden des Landes. 4 Söldner aus Katar wurden von Patrioten eliminiert. Tripoli. Heftige Kämpfe fanden in Abu Salim, Hatb, Salahedin und Souq al-Jum statt. Eine Kolonne feindlicher Kampffahrzeuge wurde auf dem Weg nach Misrata zerstört. Auch gewöhnliche Bürger halten nicht mehr still. Gestern versuchten Ratten im Distrikt Asiciakia Häuser auszurauben. Die Bürger reagierten schnell, griffen zu ihren versteckten Waffen und kämpften, um ihr Hab und Gut zu verteidigen. Bisher sind uns keine Verlustzahlen bekannt. Benghazi. Die Bürger hielten Massenproteste gegen die selbsterklärten Autoritäten und Rebellengangs ab, die es in der gesamten Zeit der Besatzung nicht schafften, den Lebensmittelnachschub zu organisieren. Jetzt überschwemmt Armut die Stadt, Kinder sind gezwungen zu betteln, um ihre Familie zu ernähren. Gestern, am 8.11., wurden in Tripoli friedliche Demonstrationen gegen Islamisten abgehalten. Das Volk ist empört über die Grabschändungen und beschuldigt Katar und Saudi-Arabien der gewaltsamen Verbreitung des Islamismus in Libyen. Und hier zum Schluss eine besonders interessante Nachricht. Aber es ist nichts Neues für die, die die politischen Entwicklungen schon lange verfolgen. Russische Nachrichtenagentur meldet, der frühere Übersetzer des Bereichs für internationale Angelegenheiten der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, später wichtiger PR-Berater der Partei Jabloko, zu Deutsch Apfel, und nun Vorsitzender des Internationalen Komitees des Föderationsrates, Mikhail Margelow, wurde mit hohen amerikanischen Ehrungen ausgezeichnet. Sehr bald schon würde er mit dem Woodrow-Wilson-Preis ausgezeichnet. Lasst uns daran erinnern, dass dieser Präsident der USA während dem Ersten Weltkrieg war, als diese ein glückliches Händchen hatte und statt Schuldner Europas dessen Gläubiger wurde. Das Woodrow-Wilson-Zentrum ehrt Mikhail Margelow für seine Unterstützung der NATO-Intervention in Libyen. Wir möchten darauf hinweisen, dass dies eine amerikanische Interpretation ist. Gut, gut. Wie es in der Sage heißt, Michael Valerievich. Hier ist ein Fässchen Marmelade und ein Korb voll Kuchen plus eine Medaille und danke für den Verrat. Wir möchten darauf hinweisen, dass dies die Interpretation des Autors des Nachrichtenblocks ist. Dies waren die Nachrichten vom 9. November auf Deutsch mit Chris Sedlmayr hier im Studio vom World Jamiria. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.